Das verkündeten die beiden Anfang der Woche auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts. Unser kleines Wunder. Wir können es nicht erwarten, dich kennenzulernen, heißt es in dem Beitrag, zu dem das Paar ein aktuelles Ultraschallbild veröffentlichte. Und weiter, die Liebe, die wir schon jetzt für dich empfinden, ist nicht in Worten zu beschreiben. Die werdenden Eltern hatten sich nach den Dreharbeiten zur siebten Hochzeit auf den ersten Blick Staffel kennengelernt, nachdem die Ehe zwischen Robert und Emily bereits gescheitert war. Zwischen den Kuppelshow-Kandidaten hatte es noch während der Flitterwochen heftig gekriselt. Zwar hatten sie sich beim Standesamt noch freudestrahlend das Ja-Wort gegeben, doch vor allem Emily war sich anschließend nicht mehr sicher, die richtige Wahl getroffen zu haben. Die beiden entschieden sich schließlich dafür, das Experiment zu beenden und sich wieder scheiden zu lassen. Im Gegensatz zu vielen anderen ehemaligen HDB-Kandidaten zog sich Robert anschließend größtenteils aus der Öffentlichkeit zurück. Jedoch ließ er es sich nicht nehmen, seinen verbliebenen Followern vor rund einem Jahr von seinem neuen Liebesglück mit Laura zu erzählen. Ich bin überglücklich, eine Frau gefunden zu haben, die mich genauso liebt, wie ich bin und genauso sehr, wie ich sie, erklärte Robert damals. Laura hatte Robert im Fernsehen gesehen und ihm daraufhin eine Nachricht bei Instagram geschrieben. Er wurde neugierig und traf sich mit der Oldenburgerin, zwischen den beiden funkte es. Und ihre Liebe scheint weiter ungebrochen. Zu den ersten Gratulanten gehörte nun auch die ehemalige HDB-Kandidatin Nicole, 30, die schon bald selbst Mutter wird. Ich freue mich so für euch, kommentierte sie den Beitrag. Und auch ihr Freund René, 30, kann das Glück der beiden als werdender Vater wohl gut nachempfinden. Welch eine schöne Nachricht, schrieb er. Thank you.